Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Mit Isaac. Ich habe heute wieder Bock, Isaac zu zocken. Hier wieder ein bisschen mit dem Würfel rumspielen. Und wir haben hier gleich mal Curse of the Labyrinth. Und der Schlüssel mag mir gefallen. Und ich hoffe, ich finde hier relativ schnell die Itemräume. Dass ich die ein bisschen rerollen kann. Und hier hätten wir ein blaues Steinchen. So. Komm mal her, du. Wow. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Noch ein Schlüssel, sauber. Und ich hätte die Bombe vielleicht ein bisschen mittiger setzen können. Dann hätte ich hier beide Steine vielleicht erwischt. Hier habe ich noch eine Kacke vergessen. Nein! Was will man da machen? Da schießt man einen Scheißehaufen auf und die glitschen sich alle durch die anderen durch. Das ist irgendwo nicht nett. Und mein letzter Run mit Samson, er hat mir wirklich Spaß gemacht. So, da hätten wir den Boss. Da bin ich ja fast schon mal überlegen, zuerst den Boss zu machen. Ach komm, können wir nämlich, wenn es ist, das Item rerollen. Widow. Oh. Das könnte hier ein bisschen dauern. Oh. Denn der Damage... Aua, fehlt so ein bisschen. Und dann werde ich hier vorsichtig... Ach, Mann! Ja klar! Lass ich mir von Widow so eine drauf geben. Auch schön. Oh. Widow stirbt endlich. Oh, komm schon. Das war jetzt ein bisschen fail. So. HP Upgrade, das nehme ich mit. So, dann nochmal raus hier. Und den Rest erkunden, ne? Oh, ich brauche Bomben. Ich brauche ganz dringend Bomben. So, denn ich möchte zumindest den Würfel auch beim nächsten Boss vielleicht nochmal aufgeladen haben. Noch ein blauer Stein. Oh. Das ist Bombe. Erstmal den hier. Au. Für ein Seelenherz. Ja. Mal hier kurz die Spinne wegräumen. Oh. Au. Ey, was mache ich hier? Was mache ich hier heute schon wieder? So. Jetzt du noch. Okay. Itemraum. Na, jetzt aber schnell. Möchte nicht noch eine Spinne haben. Nee, nee. So, dann dich noch und dann gucken wir doch mal, was wir im ersten Itemraum haben. Bombe. Oh. Oh, Hallöchen. Mr. Mega, den nehme ich mir sogar mit. So. Ach, ich hab... Ja, ich hab 5 Bomben. Ganz vergessen. So. Mach ich auf. Noch einer. Okay, das mitnehmen. Da wird sich ja schon fast der Shop bald lohnen. Ich hoffe mal, ich finde den zweiten Itemraum jetzt relativ schnell. So, mal hier hinstellen. Und... Oh Gott. Die Frage ist natürlich jetzt, gehe ich jetzt zuerst einmal zum Boss? Und ich schaffe es danach nochmal, das Item zu rerollen, denn sonst verschwende ich hier wieder meine Aufladungen. So. Schlüssel. So, was hätten wir hier? Also ich könnte wirklich fast in den Shop gehen. Ach komm. Was soll's. Kriege ich meine Bomben wieder, das ist schön. Und wir gehen jetzt erstmal zum zweiten Boss. Um dort eventuell ein Item zu rerollen. Und es ist Pin. Der könnte jetzt auch... na klar, Champion Pin.
könnte vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Wow. Ja, obwohl, es geht eigentlich. Wenn ich ihn denn wirklich mal öfters treffen würde. Wow. Und nicht hier immer nur so ein, zwei Mal. Oh, komm schon. Habe ich ihn wieder nicht anständig getroffen. So, aber zumindest die Hälfte ist schon mal weg. Aua. Oh. Na komm, Pin. Zieh dich nicht so. Oh, ich brauche unbedingt Damage up oder Tears up oder irgendwie sowas. So ein Deal mit dem Satan würde ich jetzt natürlich auch mitnehmen. Vorausgesetzt, da ist ein schönes Item drin. Aber man könnte ja auch den ja, aber wir kriegen keinen Speed Upgrade. Das nehme ich mir sogar mit. Das nehme ich mir sogar mit, denn Speed Up ist immer gut. Vor allem, da wir mit Isaac eh so eine, sag ich mal, schlechte Startgeschwindigkeit haben. So, und ich hoffe mal, hier unten ist der Itemraum. Ne, der Shop. Aber in den Shop wollte ich sowieso gehen, denn ich habe einen goldenen Schlüssel und genug Münzen. So. Einmal hier rein. Erstmal den hier mitnehmen. Nehme ich die Pille mit? Schwierig, schwierig. Eigentlich möchte ich die Pillentasche nicht. Nee. Nee. Aber Moment mal. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Da ist auch unser Würfel schon wieder voll. Sauber. Hat sich gelohnt. Da ist der zweite Itemraum. Das passt. Wieder ein bisschen Kohle. Das Harlequin Baby, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Denn ich glaube jetzt nicht, dass hier nochmal so viele Räume kommen würden, dass mein Würfel nochmal voll wäre. Und wenn, dann ärgere ich mich. Aber das Harlequin Baby ist ja im Prinzip nicht mal so schlecht. Ist hier ein guter Damage Output. So, einmal. Zweimal. Wir haben genug Bomben im Moment. Da geht sowas. Au. Ja, ja, ja. Und es wären doch noch mehr Räume gekommen. So, was hätten wir hier oben? So, da ist der Würfel auch schon wieder voll. Noch zwei Räumen. Und Sloth. Ah, vielleicht kriegen wir von Sloth noch ein Item, das wir rerollen können. Wow. Sollte mal so ein bisschen Damage an ihm machen. Aber irgendwie komme ich da gerade nicht dazu. Nein. Wegen seinen scheiß Viechern. Oh. Wow. Ah, ah, da, da. Leider nur eine Karte. Stärke. Okay. Jo. Kann man nix machen. Wir gehen ab in die nächste Ebene. Den Geheimraum suche ich jetzt auch nicht mehr, denn wer weiß, wofür ich meine Bomben noch brauche. So, weiter geht's. Und nochmal Curse of the Labyrinth. Ah ja. So, erstmal hier. Dann hier. Und den auch noch. Kohle. Ganz viel Geld. So. Ich müsste mal so schnell wie möglich hier den Itemraum finden. Ne? Wegen meinem Würfel. Aber das Problem kennt man ja. Das wäre jetzt wieder so ein Fall für die Map.
dass ich ungefähr einen Anhaltspunkt habe. Scheiße. Wo ich denn hin muss? Oh, komm schon. Aber zumindest haben wir die Battery. Oh. Nein! Oh Gott. Diese Fliegen, die sind mein Tod. Ach, die Lust. Und wie gesagt, so langsam würde es mal Zeit werden für ein Damage-Upgrade. So, nehme ich Tears Down. Sauber. Jetzt benötigen wir ein Damage-Upgrade umso mehr. Oh. 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 Au. Oh, ich lasse mich ja aber im Moment auch treffen. Münze. Und was soll ich hier bitte mal wieder machen? Shop. Shop ist immer gut. Münzen haben wir genug. Was haben wir hier? The Tower. Nee. More Trinket Room. Hallöchen. Ha! Doppelt Recharge. Sauber. So, hätte ich die gerne. So, hier hätten wir den Boss. Beziehungsweise beide Bosse werde ich auch gleich wieder machen. Komm schon. Schlüssel. So, mal gucken, wen wir da bekommen. Ach, Gödi. Der dicke, fette Gödi. So, komm mal. Au. Ah. Na klar, rennen wir doch in Gödi rein. Und wir gucken nicht, noch mehr Damage zu bekommen. Oh. Ja. Nein! Oh. Oh, komm schon, Gödi. Oh, Fliege. Und jetzt noch den Rest hier töten. Der Jesus Juice. Nee. Nee, nee. Da sammle ich lieber noch ein bisschen Aufladungen. Ach halt, nach rechts, bitteschön. So, das halbe Herz mitnehmen. Und jetzt hier schön Aufladungen farmen um die... Oh. 2 für 3. Warum nicht? Hätte ich vielleicht auch mit einer schaffen können. So, die werde ich auch öffnen. Schlüssel haben wir im Moment... Ja, genug. Genug, genug. So, was hätten wir hier? Ja, so. So, das Fass. Münze. Und ich bräuchte dann so langsam mal eine neue Aufladung. Ah, okay, da ist die neue Aufladung auch schon da. Das heißt, wir gehen... Aua. Ah, wir gehen wieder in den Bossraum und rerollen mal hier das Item. Wird zwar jetzt wieder eine bisschen Hin- und Herlauferei, aber hilft nichts. So. Neu würfeln. Und wieso geht das nicht? Dann nehmen wir Little Chat eben mit.
bekommen wir ein paar Herzen. Oh Mann, das stinkt doch. Dachte eigentlich, dass man Little Chat auch rerollen kann. Aber so wie es aussieht, nicht. So, dann einmal hier wieder ganz nach unten, ne? Und ab nach rechts. So, der. Oh. Ich sollte im Moment wirklich ein bisschen aufpassen. Bekomme ich wenigstens mein halbes Herz wieder? Ah, Hallöchen. Na, die Items werden immer besser. So, einmal hier hoch. Die nehme ich mit. Oh, Trollbombe. Ich brauche Aufladungen, beziehungsweise den zweiten Itemraum. Oh. Komm schon. Knapp, knapp, knapp. So, das Herz mitnehmen, Schlüssel. Und ein blauer Stein. Da wäre natürlich jetzt ein Damage-Upgrade drin wäre. Der kleine Stein. Mal gucken. Nee. Ein Rüstungsherz nur. Ach scheiße, unser Würfel ist ja schon wieder voll. Ja, ärgerlich. Ärgerlich, wieder eine Aufladung verschwendet. So, zurück zum Itemraum. Um zu gucken, ob wir denn jetzt ein besseres Item bekommen. Als hier Moms Pet. Ah, das nehme ich mit, die Scapula. You have been blessed. Das kann einem immer helfen. So, dann würde ich fast hier nach rechts gehen. Oh. Aha, Damage. Wir brauchen Damage. Oh, eine Bibliothek. Was Besseres hätte mir jetzt eigentlich nicht passieren können, wenn da jetzt das Book of Revelations drin wäre. Mal gucken. Nein. So. Einmal benutzen. Einmal benutzen. Reroll. Nehme ich mit. Nehme ich mit. So, dann einmal hier rein. Zwei Pillen. So. Bombs Archies. Das ist nett gewesen. Ich wollte eigentlich noch in den Geheimraum, aber jetzt weiß ich zumindest, wo er ist. Und zwar, was mir jetzt natürlich am meisten gefällt, ist, dass wir unsterblich sind. Jetzt noch. Also die nächsten Ebenen hier noch. Wow, hat sich ja gelohnt für eine Bombe. So. Was hätten wir hier denn noch? Denn der zweite Itemraum fehlt noch. Nein. Schlüsselbombe. Game Kit. Nee. Nee, nee, nee. Eigentlich. Wartet mal. Wartet mal. Ich hab eine Idee. Und zwar.
So. Wofür haben wir denn die Nonnenmütze? PhD, Better Pills. Das kann man mitnehmen und ja, dann würde ich sagen, haben wir es auch. Denke ich jetzt mal. Da oben haben wir noch zwei Räume, die nehmen wir mit. Im unteren Itemraum war ja Scapula, das einzigste beim Boss. Können wir eben dann das Item nicht mehr rerollen. Oh, komm schon. Karte. The Fool. Der Cursed Skull. Oh Gott. Oh. Oh, komm schon. Du noch. Ich hoffe, ich finde jetzt dann was anderes. Denn das Item... Oh, ein Dime. Den möchte ich noch haben. Geld ist immer gut. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal in Richtung zweiten Boss. Ja, auf alle Fälle. Der Weg, er war so weit. So, gab es ja eigentlich irgendwie noch ein Seelenherz, was ich mir im Shop hätte kaufen können? Aber einen Schlüssel nehme ich noch mit. Schlüssel kann man immer brauchen, auch wenn wir schon 9 Stück gehabt haben. Aber man kann ja nie wissen. Lieber einen zu viel als einen zu wenig. So, ab zum nächsten Boss. Isaac vs. Chat. Wir haben doch Little Chat schon. Da sehe ich das Ganze als ein kleines Problem. Bekommen wir den dann nochmal? So. Oh ja, die drücken gut. Ja. Zum Glück habe ich die Bibel. Au! Oh, komm schon. Oh, Squeezy, Tears up. Wenigstens etwas. Und was hätten wir hier? Den Pakt. Nehme ich mir mit. Nehme ich mir mit. Damage. Und Damage und Tears up jetzt gerade bekommen. Naja, warum nicht? Und da geht's ab in die Tiefe. Was uns dort wohl erwarten wird. Wir wissen es nicht. Dankeschön fürs Aufsperren. Kaufen! Der Kompass. So, dann weiß ich zumindest schon mal, dass ich hier zuerst nach links gehen sollte. Oh, der Bettler. Ich brauche ein bisschen Geld. Au. So, so? Jawohl. Sauber. Sauber, sauber. Eigentlich, Moment mal, zieht mir das ein halbes, nee, ein ganzes Herz. Ich riskier's mal. Für eine graue Kiste. Mit einer Bombe und einer Münze. Ich habe hier eher auf eine goldene Kiste gehofft. So, den müssen wir uns merken. Und, ja. Ja, genau. So, dann denke ich, geht's hier hoch
zum Itemraum. Ja, komm schon. Komm schon, geh sterben. Stirb, du elendes, hustendes Etwas. Also ich würde mir da mal schon Gedanken drüber machen, wenn ich hier Fliegen husten würde. So. Buch ist wieder fertig. Weiter geht's. Oh, nicht schön, nicht schön. Oh. Gemein, sowas von. Komm schon. So, jetzt du noch. Stirb! The Tower. Wieder mal. Na klar, sperrt mich doch ein. Irgendwie, warum verliere ich im Moment so viele Herzen? Warum nur? Polyphemus. Sauber. Ja, es läuft im Moment richtig gut. Trainingsgeschwindigkeit zwar, da hätte ich mir eigentlich auch den Pakt sparen können. Aber was soll's. So, 12 Münzen. Ich möchte aber zuerst mal die ganze Ebene erkunden. Bevor ich hier... Ja. Komm, stirb schon. Bevor ich hier mit dem Bettler spiele. So. Du noch. Du noch, habe ich gesagt.